Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch mal das Thema das eigene Shirt oder das eigene Design auf Amazon suchen durchsprechen. Mir fällt immer wieder auf, dass in den Facebook-Gruppen gefragt wird, ich habe mein Design gesucht, wenn ich dieses und jenes Keyword eingebe, dann bin ich auf Platz sowieso und wenn ich ein anderes Keyword eingebe, dann erscheine ich erst ganz woanders oder ich kann mich gar nicht erst finden oder ich bin auf Seite 300.687 und solche Sachen. Und ich möchte mit euch mal durchgehen und euch das auch mal veranschaulichen, warum das Ganze keinen Sinn macht und euch auch mal ein bisschen den Amazon-Algorithmus erklären. So, ich habe mir mal die, Informatik-Nische rausgesucht. Amazon kennt mich als Menschen, der relativ viel so technischen Kram kauft. Das liegt ganz einfach daran, weil ich aus der IT-Branche komme. Dementsprechend halt auch viel bei Amazon kauf, was so mit Router, mit Netzwerktechnik und was weiß ich, was alles zu tun hat. Und Amazon kann hier relativ gut mich einschätzen. Das ist eben genau der Punkt. Amazon zeigt jedem Kunden, über den Amazon Informationen hat, und sobald man einen Amazon-Account hat und bei Amazon bereits schon Käufe getätigt hat, was ja für die meisten von uns wahrscheinlich zutreffend sein sollte, kennt uns Amazon ein Stück weit und je mehr wir bei Amazon einkaufen, umso besser kennt uns auch Amazon. Und was ist das Ziel von Amazon? Amazon möchte natürlich so viel wie möglich verkaufen. Das ist ja das einzigste Ziel, was Amazon hat. Und wie erreicht Amazon dieses Ziel? Naja, indem sie uns relevante Dinge in der Suche vorschlagen. Also wenn ich jetzt einen Suchbegriff eingebe, dann möchte Amazon ja so relevant wie möglich sein, damit ich A, meine Sachen schnell finde, die ich suche, und B, eben nicht auf eine andere Seite gehe, also sprich zur Konkurrenz, weil ich auf die Schnelle eben nicht finde, was ich suche. Das ist eben der springende Punkt mit dem Amazon-Algorithmus. Ihr müsst verstehen, dass bei jedem von uns, wenn er nach dem identischen Keywords, ob das jetzt Longtail oder ein einzelnes Keyword ist, sucht, ein anderes Suchergebnis haben wird. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ihr euch jetzt ein Design erstellt, ein Listing schreibt und dann nach ein paar Tagen danach sucht. Das bringt euch überhaupt keinen Mehrwert an Informationen, weil ihr, wie gesagt, das T-Shirt ganz woanders sehen werdet, als ich jetzt zum Beispiel oder irgendeiner, der gar kein MBA macht. Jetzt gibt es natürlich immer wieder mal die Meinung, dass man sagt, ja gut, genau deswegen geh doch in den Inkognito-Modus oder Private-Modus oder wie das bei den Browsern alles so heißt oder melde dich gar nicht erst mit deinem Konto an. Das kann man natürlich machen. Da wird man aber wieder kein repräsentatives Ergebnis erhalten, weil ja ich mal behaupten möchte, dass mindestens 90% aller Amazon-Besucher einen Amazon-Account haben. Von daher die Situation, dass Amazon über dich nichts weiß oder über den Käufer nichts weiß, ja auch nicht zielführend ist. Also wie man es dreht und wendet, es macht einfach keinen Sinn, dass man seine eigenen Designs sucht. Ich habe jetzt hier mal euch, um das zu veranschaulichen, ein Beispiel gemacht. Und zwar eben hier Informatik-Shirt. Einmal bin ich hier angemeldet mit meinem Konto. Und hier eben in das gleiche Informatik-Shirt und zwar in Private-Modus, also dass auch keine Cookies greifen und auch noch ohne Anmeldung. Das sieht man eigentlich schon ganz deutlich, was ich meine. Hier ist im angemeldeten Bild, ich denke, bitte warten, jetzt das erste T-Shirt. Wenn man hier schaut, ist, lass mich durch, ich bin Admin, ist das erste T-Shirt. Gut, hier sieht man im Übrigen auch gesponsert, ist vielleicht ganz interessant. Und wenn man jetzt mal runtergeht, das hier ist das letzte gesponserte, dann hier wäre jetzt das erste, was nicht gesponsert ist. Dieses T-Shirt ist jetzt hier an zweiter Stelle. Dann haben wir hier dieses T-Shirt, das finden wir hier. Ja, dann wird es schon ein bisschen durcheinander. Dieses T-Shirt ist jetzt zum Beispiel nicht das hier, das ist ein anderes. Da ist der Text unten, da ist der Text hier so seitlich. Dann haben wir das hier noch gleich, wenn ich so auf den ersten Blick sehe. Aber dieses hier zum Beispiel, was hier an erster Position, wo ich angemeldet bin, angezeigt wird. Wenn wir hier mal runterscrollen, ihr seht, da kommt's. Das ist allerdings ein anderes, da ist der Balken anders und der Text, die Schrift auch ein bisschen anders. Also ihr seht schon, hier ist dieses Echse ausführen,
Das erscheint hier viel, viel weiter unten. Hier erscheint es viel, viel weiter oben. Ihr könnt das gerne mal selber ausprobieren. Schaut euch das einmal an. Geht es hier in eurem Browser, meldet euch mal ab, beziehungsweise macht es den in Private-Modus oder Incognito-Modus, je nach Browser, auf und sucht da mal nach den identischen Begriffen. Da ist teilweise ein meilenweiter Unterschied. Wir können mal gucken, hier 1 plus 1 gleich 10. Das ist hier jetzt, also ich habe es jetzt nicht gesehen, also nicht einmal auf der ersten Seite und hier gleich an zweiter Position. Also ihr seht schon, es macht einfach keinen Sinn. Ihr könnt auch mal, also ich habe jetzt hier leider keinen Zweitaccount, wo ich sagen könnte, gut, ich schaue mir das einmal an, wie das sich verhält, wenn ich mit einem anderen Account, der mit meinem Kaufverhalten nichts zu tun hat, wie sich das da verhält, aber es wird das Gleiche sein. Die Sortierreihenfolge ist eine völlig andere. Und darum geht's eben. Ich möchte euch mal ein bisschen erklären, was der Amazon-Algorithmus macht. Ich muss dazu sagen, es weiß kein Mensch, was der Amazon-Algorithmus wirklich macht. Das weiß im Prinzip nur Amazon und da wahrscheinlich auch nur ein ganz kleiner auserwählter Kreis. Aber es ist wie folgt. Ich meine, das Thema SEO ist irgendwo immer gleich und immer ähnlich. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die halt spezifisch sind jetzt bei Amazon. Es gibt Dinge, die spezifisch sind bei Google und es gibt auch genauso Dinge, die spezifisch sind bei Spreadshirt oder bei der Suchmaschine Bing und so weiter. Aber letztlich folgen die alle dem gleichen Prinzip. Und zwar geht es darum, dass die Suchmaschine anhand dessen, was man als Keywords angibt, einen erst einmal, ich sage mal, erst einschätzen kann oder halt die Designs jetzt in unserem Fall. Jetzt gibt mir hier zum Beispiel ein, wie ihr hier seht, IT, machen wir das doch einmal auf und machen das hier mal auf und schauen uns einmal die Keywords an. Hier ist jetzt, ich denke bitte, warten, zeige mit dem coolen Gaming, Programmierer, IT-Fachmann und Informatiker-Design allen, dass du noch denkst, und sie dir nicht auf den Zeiger gehen sollen. Dein Gehirn ist kein Computer oder Chip. So, dann haben wir hier Computer-Nerd, Informatiker, Informatik-Student, Lehrer, Schüler, Studenten, Hacker, Programmiererin, Informatikerin, IT-Fachmann, IT-Fachfrau für Büro, Gaming. Das sind so die Keywords. Hier haben wir als Keyword Informatiker, Informatik-Student. Dann auch nochmal den Spruch als solches, weil ich mir vorstellen kann, der hat auch Suchvolumen, deswegen steht der Spruch hier als solches auch nochmal drinnen. Dann haben wir hier Computer Nerds, Informatik studieren, Fachinformatiker. Das seht ihr schon, es gibt hier unterschiedliche Keywords. Das Keyword Informatik ist in beiden vorhanden, deswegen wurde es mir auch entsprechend angezeigt. Jetzt, weil es mir gerade auffällt, möchte ich euch noch den kleinen Hinweis geben. Hier wurde irgendwo auch immer die weibliche Form genommen, Informatik und Informatikerin. Ah, hier unten. Das ist Blödsinn, das braucht ihr nicht machen. Also traut dem Amazon-Algorithmus schon ein bisschen was zu, dass er unterscheiden kann zwischen männlicher Schreibweise und ja, weiblicher Schreibweise. Ich meine sowas wie Fachfrau und Fachmann, da kann man drüber streiten, würde ich persönlich jetzt tatsächlich auch so reinschreiben in den beiden Formen. Aber wenn jetzt hinten einfach nur in angehängt ist, das würde ich weglassen. Also in meinen Augen ist das völliger Blödsinn. Das nimmt nur Platz weg, da könnte man theoretisch einfach noch weitere Keywords unterbringen. Aber das ist nur so nebenbei. Was hat Amazon jetzt gemacht? Also Amazon hat mir dieses T-Shirt vorgeschlagen. Ich habe jetzt darauf geklickt. Dann sagt jetzt Amazon, okay, dieser Vorschlag könnte für den Kunden interessant sein. Er hat nämlich drauf geklickt. Jetzt hat Amazon von mir ja ein bestimmtes Profil hinterlegt, eben basierend auf meinem Kaufverhalten. Deswegen weiß Amazon schon im Vorfeld mal, was für mich generell interessant sein könnte, was mir gefallen könnte oder was heißt weiß. Vermutet der Algorithmus einfach, was mir gefallen könnte und was für mich interessant sein könnte. Wir erinnern uns, der Amazon-Algorithmus möchte natürlich uns immer was verkaufen. Jetzt habe ich da drauf geklickt, aber ich habe es nicht gekauft. Jetzt gehe ich vielleicht zurück. Jetzt weiß Amazon, aha, das war nicht so ganz das Richtige für ihn. Jetzt klicke ich mir das hier an und schaue mir das vielleicht so an, scroll ein bisschen durch. Jetzt hat Amazon wieder ein bisschen Informationen von mir, weil ich habe es angeklickt, ich habe es mir vielleicht ein bisschen genauer angeschaut, weiß Amazon dadurch, dass ich einfach ein bisschen länger auf diesem Design drauf bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen hier mache, ich gehe da mal drauf, schaue es mir an, gehe wieder zurück, dann weiß Amazon, okay, das war jetzt für ihn vielleicht nicht ganz so interessant. Und so sammelt Amazon jetzt Daten von, also einmal über mich als
Amazon-Kunden und aber auch über dieses Design oder über dieses Produkt. Jetzt hat Amazon von mir eben ein Profil hinterlegt, weil ich ja recht viel eingekauft habe über Amazon, schon seit Jahren Kunde bin und Amazon eben mich dann relativ gut einschätzen kann und sagt, okay, dieses Profil zeigt oder für dieses Profil sind diese Suchergebnisse jetzt so und so relevant aufgrund eben meines Verhaltens, wie ich mich in dieser Suche verhalte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eingebe Informatik Gaming Shirt, dann gibt es Amazon auch wieder neue Informationen. Jetzt werden hier eben natürlich auch andere T-Shirts angezeigt, weil ja auch andere Keywords in diesen T-Shirts sind. Aber es ist so, dass Amazon im Grunde genommen euch kennt, dass Amazon euer Profil mit den Suchen matcht und euch dann entsprechend Suchergebnisse präsentiert und dadurch eben bestimmt wird, was euch angezeigt wird. Und wenn man jetzt das Ganze mal aus der anderen Sicht betrachtet, nämlich aus Sicht des Amazon-Algorithmus in Bezug auf das Design, dann weiß jetzt Amazon aufgrund meines Verhaltens, was ich angeklickt habe, was ich mir länger angeguckt habe und was ich mir nicht so lange angeguckt habe, aha, dieses Design ist für Kunden, die dieses Profil wie ich oder ein ähnliches Profil haben, interessant oder eben auch nicht interessant, wenn ich es gar nicht erst anklicke oder weiter scroll oder wie auch immer. Diese ganzen Daten, das fließt alles zusammen und führt letztlich dazu, dass Amazon immer besser kennenlernt, für wen dieses Design hier eigentlich interessant ist. Das bedeutet im Klartext, wenn ihr heute ein Design hochladet, es heute bei Amazon sucht und das ganze Design vielleicht in 2 Wochen nochmal sucht, dann kann es sein, dass es ganz woanders auftaucht. Und wenn das ein Design ist, was ein paar Sales schon erzeugt hat, dann taucht es wieder ganz woanders auf. Es kann auch sein, dass es plötzlich auf ganz anderen Keywords gut rankt oder schlechter rankt oder gar nicht mehr rankt. Das ist einfach dem Amazon-Algorithmus geschuldet und das ist auch gut so. Deswegen möchte ich euch den Tipp zum Thema Listing schreiben geben. Habt nicht nur den Kunden, den menschlichen Kunden vor Auge, den ihr targetieren möchtet, sondern habt auch im Kopf, dass ihr gerade am Anfang, wenn das Design recht frisch ist, eigentlich mehr dem Amazon-Algorithmus erklärt, um was es in diesem Design geht und für wen dieses Design interessant ist. Und wenn man daraus eine vernünftige und gesunde Kombination bekommt, also eben dem Amazon-Algorithmus zu erklären, um was es in diesem Design geht und für wen dieses Design eben ist, also was, für wen und wo, sagt man ja immer. Was ist es für ein Design? Für wen ist dieses Design? Und vor allen Dingen, wo findet man die Leute, die dieses Design tragen würden? Also ein IT-Fachinformatiker, es ist für einen IT-Fachinformatiker. Was ist es? Ich denke, bitte warten ist das was. Und wo, ich finde den im Büro oder im Homeoffice zum Beispiel. Ein gut Homeoffice, lassen wir mal gut sein. Vor Corona wäre das ein besserer Begriff gewesen für so ein T-Shirt. Aber wie dem auch sei, ich glaube, dadurch ist jetzt ein bisschen klar geworden, was ich meine. Ihr solltet wirklich aufhören, euch eure Designs oder eure Zeit damit zu vergeuden, eure eigenen Designs zu suchen. Bringt euch überhaupt wirklich weniger als gar nichts, ganz im Gegenteil, das kostet euch Zeit. In der Zeit könntet ihr Research machen, ihr könnt ein Design erstellen oder ihr könnt eure Freizeit genießen. Aber hier irgendwas zu suchen, ist völliger Schwachsinn, bringt euch in keinster Weise weiter. So, das soll es jetzt mal für dieses Video gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.